Sportler und Vereine leiden unter der Corona-Pandemie. Das schlägt sich auch in den Mitgliederzahlen nieder. Der Landessportbund MV meldete rund 3000 Vereinsaustritte im Jahr 2020. Das gab es laut Geschäftsführer Thorsten Haverland seit 30 Jahren nicht. Bislang übertraf die Anzahl neuer Vereinsmitglieder die der Austritte. Haverland zufolge könnte sich die Situation 2021 noch weiter verschärfen. Und dazu kommt, dass wir merken, die Menschen sind unzufrieden, sie wollen sich bewegen, insbesondere auch, dass die Kinder bewegt werden können, dass die Sport treiben können, Spaß haben können. Es geht ja auch um die Interaktion, gemeinsam was zu machen, es geht ja nicht nur alleine im Wald zu laufen. Das Vereinsleben, was quasi brach liegt, also da merkt man schon, dass da so eine gewisse Unruhe bei den Vereinen und natürlich auch bei den Mitgliedern in den Vereinen da ist. Für viele Vereine sind Mitglieder ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Insbesondere, wenn Kurse ausfallen oder Ticketeinnahmen ausbleiben. In Zeiten von Corona neue Mitglieder zu gewinnen, ist ohne Probetraining schwierig. Der Drachenbootverein Schwerin kann sich derzeit über Wasser halten. Alle 75 Mitglieder sind bislang im Boot geblieben. Trotzdem ist den Teamsportlern nicht zum Feiern zumute. Also die Stimmung ist gedrückt, weil wir kein Training machen können. Also definitiv dürfen wir nicht rausfahren, nur Einzeltraining mit einem Outrigger oder mit einem Kanu zu zweit in einem Haushalt. Ansonsten ist nichts möglich, weil wir die Abstände im Boot nicht halten können. Das Land zählt 1871 Sportvereine mit über 250.000 Mitgliedern. Seit dem 24. April gilt, alleine oder zu zweit ist kontaktloser Individualsport im Freien erlaubt. Damit hat der Breitensport noch das Nachsehen.